Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für die Wii U. Und wir spielen mit Pummeluff. Und zwar nehmen wir uns doch einfach mal hier das Serena-Outfit. Oh ja, ich mag Serena. Das hier ist ein Serena-Hut, wenn ich das richtig erkenne. Wie dem auch sei, Pummeluff auf leicht, All-Star-Modus. Mal gucken, ob das hier letztendlich der Part wird, der mich brechen wird. Weil ich es halt einfach nicht schaffe. Das ist der Hut von Serena, oder? Also das soll der Hut von Serena sein. Keine Ahnung. Ja, wie dem auch sei, Pummeluff, der wohl meiner Meinung nach schwächste Charakter überhaupt in Smash Bros. Der unnötigste Charakter in Smash Bros. Und ein Charakter, von dem ich mich tatsächlich wundere, dass er immer noch dabei ist. Allerdings, ich meine, er kämpft schon sehr, sehr ausgefallen. Und muss auch zugeben, Ich muss mir echt mal Leute angucken, die mit Pummeluff umgehen können, weil ich glaube schon, dass Pummeluff ein... Ich meine, Pummeluff ist kein Charakter, der irgendwie nicht ausbalanciert ist. Ich meine, die Charaktere sind alle auf eine gewisse Art und Weise ausbalanciert. Und Pummeluff ist da mit Sicherheit... Dammit, falsche Attacke. Und Pummeluff ist da mit Sicherheit ja... Was mache ich denn? Sag mal... Kann Pummeluff nur diese eine Attacke oder was? Ich muss gleich erstmal gucken, wie, wo, was mit Pummeluff hier geht. Ja, weil Pummeluff hat eine extrem starke Attacke, die allerdings so gut wie nie trifft. Also zumindest habe ich mit ihr noch nie so wirklich getroffen. Es ist nicht so, als wenn ich noch nie mit ihr getroffen hätte, aber es passiert schon recht selten. Vor allem so, nicht im Training, sondern so tatsächlich in einem Kampf ist es doch schon recht schwierig, mit der Attacke zu treffen, aber es geht. Es geht. Und wenn, dann haut es auch ordentlich drauf. Ja, das hier ist ein Pummeluff-Angriff. Wow, what the... Okay. Okay. Dann habe ich den Pummelpunch. Ah, Hochbeber-Gesang. Und eben die Attacke hier, die scheinbar nichts bringt, außer dass Pummeluff mal eine Zeit lang einschläft. Aber das, lasst euch das sagen, das ist eine Attacke. Wenn die trifft, wow. Wenn die trifft, dann ist aber High Life in Dosen. Also ohne Witz, wenn die trifft, dann geht's ab. Es ist aber eben das Problem, sie trifft nie. Also selten. Und auch die Einschläfer-Attacke hat hier gerade nichts gebracht. Und genau das ist es. Ich meine, Pummeluff ist an sich nicht so schwach, aber definitiv nicht mein Spieltyp, sag ich mal. Also ich komme nicht mit ihr klar, deshalb wird Pummeluff auch wahrscheinlich insgesamt auch sehr stiefmütterlich behandelt von mir. Hui! Ich finde es schade, dass das Anmalen nicht irgendwie an eine Attacke von Pummeluff ist. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Weil im Anime war es ja so, dass Pummeluff eben... die Leute bemalt hat, nachdem sie eingeschlafen sind. Das wäre ziemlich cool, wenn man hier das Lied singt, die Charaktere einschlafen würden und dann könnte man einfach... Ja, deshalb, ich weiß auch nicht, wie, wann dieser Angriff hier treffen soll. Das ist irgendwie sehr seltsam und jetzt bin ich tot. Das war's. Ah, nee, doch nicht. Oh, Rettung in letzter Sekunde. Unfassbar. Ich muss hier erstmal ein bisschen weg. Ein bisschen Abstand gewinnen. Nach dieser Nahtoderfahrung bin ich gerade ein bisschen... Oh, Pummeluff, oh, wie süß ist das denn? Okay, das ist putzig. Komm her, komm zu mir.
Dankeschön. Guckt euch das an. Oh. Pummeluff ist süß. Pummeluff ist putzig. Ah ja, Pummeluff hat man lange nicht mehr im Anime gesehen, oder? Spielt Pummeluff noch irgendeine Rolle? Nö, so gar nicht, oder? Dann ist Pummeluff wahrscheinlich wirklich auch nur noch hier drin, weil sie eben zu den originalen 12 Charakteren gehört hat. Weil ich meine, Pummeluff spielt weder in den Spielen noch in den noch im Anime irgendwie eine Rolle, glaube ich. Und ich meine, sie kämpft, sie hat halt einen individuellen Kampfstil, sag ich mal. Aber ansonsten, ich mag Pummeluff in Smash nicht. Ich konnte noch nie mit ihr umgehen. Ich finde Pummeluff extrem schwach. Und auch wenn ich nicht glaube, dass Sakurai irgendeinen Charakter unbalanciert ins Spiel nehmen würde, ich finde Pummeluff ist einfach schwächer als alles, was erlaubt ist. Pro-Smash-Spieler werden wahrscheinlich beweisen, dass ich falsch liege, aber das ist jetzt momentan, ehrlich gesagt, mir relativ wurscht. Wobei ich noch zugeben muss, dass es hier gerade besser funktioniert, als ich dachte. Ich meine, ich spiele mit Pummeluff. Ich glaube, im Original Smash Bros. War ich, oder im Melee, glaube ich auch, war Pummeluff ein Charakter, mit dem habe ich auf leicht echt Probleme gehabt, überhaupt irgendwas zu packen, weil, ich weiß nicht, es war halt einfach schwach. Vielleicht war Pummeluff früher auch unbalancierter als heute, vielleicht muss ich das zurücknehmen und sagen, Pummeluff ist mittlerweile ganz okay. Ich meine, wenn man nicht groß Spezialattacken einsetzen will, sondern einfach nur normal mit A angreift und entsprechend hier mit Smash-Attacken, dann haut Pummeluff, glaube ich, schon ganz, ganz okay drauf. Also ich glaube, da muss ich Pummeluff nicht unbedingt verstecken. Zumindest fühlt es sich jetzt im Moment gerade so an im All-Star-Modus, im Klassik-Modus. Kann das Ganze natürlich nochmal ganz anders aussehen, wie rosa Knutschkugel. Sonic hat hier auf jeden Fall gut Angst vor uns, würde ich mal behaupten. Ich benutze an dieser Stelle mal ein Herz, einfach nur, weil ich der nächsten Stage einfach so dermaßen misstraue und ich wahrscheinlich die Fee in dieser Runde nicht benutze. Werde, aber immerhin, ich habe keine F-Zero-Map. Das freut mich. Das finde ich gut. Puh, 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 puh. Pummel, 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 Pummel. Naja. Ach, die Musik. Der schießt alle Musik. Herrlich. Ja, die Musik macht mich momentan einfach echt happy. Abgesehen davon, dass ich auch echt happy bin, dass es mit Pummeluff hier so gut funktioniert. Was ich echt nicht gedacht habe. Vielleicht muss ich meinen Plan auf Classic-Modus auf 0,0 oder 1,0 oder was auch immer der leichteste Schwierigkeitsgrad ist. Vielleicht muss ich das zurücknehmen. Vielleicht kann ich mit Pummeluff hier doch tatsächlich ein bisschen was trauen. Zum Beispiel auf
2.2 zu spielen oder auf, vielleicht sogar auf 3.3. Wow, hey. Samus, das ist nicht nett hier, also. Ja, aber pummelt hier schon ganz schön rum, also das. Gerade der ach Gott, wie heißt das denn? Wie heißt denn die Attacke? Nicht Punch, sondern Pfund. Genau, die Pfund-Attacke. Die klingt nicht sehr stark und sie sieht auch nicht sehr stark aus, aber wenn sie mal trifft, die haut die Charaktere schon ordentlich aus der Map raus. Also. Man hüte sich vor Pummelus Pfundattacke. Ich bin positiv überrascht. Ich muss definitiv sagen, wenn ich hier einen Strich unter diese Episode ziehen müsste, was ich könnte, dann müsste ich sagen, wo gucke ich eigentlich die ganze Zeit hin? Da hinten auf meinem Computer, aber. Wenn ich hier einen Strich unter diese Episode ziehen könnte, sollte, müsste, würde, dann mache ich das, nachdem ich diesen Kampf beendet habe. Bereit, los! Oh nein, eine Traveling Stage. Eine, naja. Naja, gut, eigentlich schon. Wow. Ja, okay. Pummelus hat schon echt starke Attacken eigentlich. Pfundattacke, hier die rückwärts springt Pfund-Dings, hier das Ding. Das ist alles schon gar nicht so ohne. Hier, das muss man einfach mal zugeben können. Oh Gott! Jetzt werde ich hier aber wohl nicht noch von der Stage erledigt, oder? Oder von Little Mac. Little Mac könnte mich natürlich auch. Ah ne, Little Mac hat seine Attacke schon verbraucht. Das ist gut! Dann habe ich es an dieser Stelle geschafft und kann gleich einen Strich unter diese Episode ziehen. Wenn wir gleich bei den Credits sind. Einen Moment. Ich beobachte euch. Wow, was zum Geier. Jetzt bin ich ein bisschen interessiert an Pummelufs Mega Smash, Ultra Smash, wie auch immer. Ja, wenn ich einen Strich unter diese Episode ziehen müsste, könnte, würde, was ich jetzt auch mache, ich habe keine Ahnung, was ich hier für Wörter benutze, dann muss ich echt sagen, dass ich positiv überrascht bin von Pummeluf. Bei weitem nicht so schwach, wie ich das Pokémon hier in Erinnerung hatte. Also, ist cool. Also entweder hat man in den letzten zwei Spielen doch ganz schön an Pummeluft geschraubt und das Ganze, ach, leck, das Ganze um einiges gestärkt, oder ich war früher einfach nur sauschlecht mit Pummeluft. Was durchaus eine Option ist. Ich meine, ihr habt jetzt mittlerweile wie viel Part 70 oder so von hier Smash gesehen. Ich bin nicht unbedingt der King mit Charakteren, mit denen ich normalerweise nicht kämpfe. Von daher ja, wundert. Also es würde mich nicht wundern, sagen wir es mal so.
Aber gut, wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn es weitergeht mit Super Smash Bros. Für die Wii U. Oder so. Oder du.